Hallo, grüß euch. Gestern hatte ich ein super interessantes und wirklich ja, cooles Gespräch mit einem Personal Coach und das haben wir aufgenommen. Das haben wir ja, einfach eigentlich spontan, klar, wir haben einen Termin abgemacht, aber nicht wirklich, sage ich mal, irgendwie uns so vorbereitet, dass wir über das oder das sprechen. Wir haben gesagt, wir machen es einfach spontan und lassen es fließen. Und sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Peter. Es handelt sich um den Peter Hackmeier, Personal Coach, Transformationscoach, wo spezialisiert ist auf 1:1 Coachings. Ja, genießt es, hört euch das Gespräch an. Es sind total coole Sachen dabei von Peter. Ich habe meinen Senf ein bisschen dazu abgegeben. Und vielleicht wird das ja ein Format, wo wir öfter machen. Das ist so der Plan, dass wir eventuell eine Plattform bilden, einen Podcast, wo sich Coaches einfach austauschen über die verschiedensten Themen und das werden wir angehen. Also genießt das Gespräch, ich mache das Video nicht so lang, weil sonst das Gespräch dauert auch über eine Stunde. Enjoy, have fun, weil es ist total spannend und interessant. Danke Peter nochmals fürs Mitmachen und ja, mal schauen, was sich daraus entwickelt. Also enjoy the film, also enjoy the Podcast, wie auch immer. Let's change the world together. Euer Busy Dad. Sodala. Hallo Peter, grüß dich, servus. Servus, Thomas. Du, zuerst mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ja, hier einen kleinen Podcast, ein kurzes oder längeres, je nachdem, mal schauen, Interview mit mir zu führen. Und ja, vorab einfach mal vielen Dank für deine Zeit, Peter. Ja, danke für deine Zeit. Danke, dass du das überhaupt machst und dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß, wie kostbar die Zeit ist als Familienpapa. Also umso schöner, dass wir uns treffen und Ja, gerne genau. auf diesen Austausch. Damit die Leute vielleicht die ein bisschen kennenlernen, wo vielleicht die nicht kennen, weil Sportbereich, weiß ich, nicht jeder schaut am Fußball alles zu. Deine Karriere ein bisschen, ich hab ein bisschen nachgeschaut. Ich kenne dich natürlich, weil ich ja Fußballer war, bin oder halt noch ein bisschen Kick, aber war früher. Du warst ziemlich erfolgreich, du warst beim SV Ried, hast sogar, glaube der Cup gewonnen. Genau, 2011. Ja, genau. Und dann hast du in der also U-Nationalmannschaften gespielt, also ich glaube U20, U19, U21. Also man kann schon sagen, das hast du recht gut gemacht. Das ist spannend, ja, aus welchem Blickwinkel man sieht. Und ich habe erst vor kurzem einen Blogpost zu dem Thema geschrieben, weil jetzt nachbetrachtet muss man denken, sensationell, wirklich, ich habe so das Glück gehabt. Also, ich habe viel getan dafür, aber generell das Glück, dass ich so ein Talent bekommen habe und meiner Leidenschaft nachgehen habe dürfen. Und ich weiß nicht, in Prozent, vielleicht sind es 0,01% der Buben, die davon träumen, die das dann tatsächlich irgendwann schaffen. Es war super schön und wofür ich sehr dankbar bin. Aber ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist. Es ist schon dann, wenn man so mittendrin ist und egal auf welcher Ebene, ob zweite Liga, dann bist du in die erste. Wenn du in der österreichischen Bundesliga spielst, dann bist du in die deutsche Bundesliga. Und wenn du im U21-Nationalteam bist, willst du ins A-Nationalteam? Es ist schon dieses Streben nach mehr, was irgendwo eh logisch ist, an der Spitze und im Leistungsdenken. Aber es war dann oft so, währenddessen, wenn man gedacht habe und wie dann aufgehört habe mit 25 Jahren, scheiße, eigentlich wollte ich zu Bayern oder auf jeden Fall auch fürs A-Nationalteam spielen und das hat halt dann wegen Verletzungen nicht geklappt. Und weil ich so mit, was ich ein bisschen den Hut vor dir ziehen wollte bei dem Gespräch, war auch, ich weiß nicht, du hast mit 25 eigentlich die Karriere beendet, war das rein von den Verletzungen her oder hast du gesagt, auch mental, okay, ich weiß nicht wirklich, ob das so mein Leben ist. Ja, Was war also da? das ist ungefähr so wie, danke für die Frage, Henne oder Ei, was war vorher? War es vorher die Verletzung, die mich drüber nachdenken hat lassen? Oder habe ich eigentlich davor mich schon gesträubt und mit ganz vielen Dingen, die auch nicht so schön sind im Leistungssport oder im Profifußball, deswegen mich überhaupt verletzt? Und am Ende des Tages ist es sicher eine Mischung aus beiden und denke mal manchmal eher so, manchmal so. Aber es war auf jeden Fall die Phase, wo ich ganz viel über mich und mein Leben nachdenken habe dürfen. Ganz viele Fragen mir gestellt wurden oder mir dann selber gestellt habe, wo ich manche Antworten schon während der Verletzungen gefunden habe und während der Reha, manche
erst viele Jahre später danach, aber am Ende des Tages, und heute ist es 8 Jahre später, schaue ich mit ganz viel Dankbarkeit sowohl auf die Fußballerzeit zurück, als auch auf die Zeit danach. Und es ist super, dass du das ansprichst, weil ich habe in den letzten Tagen und Wochen wieder viel darüber nachgedacht. Ich wollte immer so einen Schlussstrich unter meine Karriere machen und ich habe eine Phase gehabt, wo ich mit Fußball gar nichts zu tun haben wollte. So dieser böse Fußball, dieses scheiß Business. Quasi, das ist lösche ich aus meinem Leben und jetzt ein neues Leben. Und ich habe erst in letzter Zeit so richtig verstanden, diese Brücke zu bauen. Und das, was ich jetzt mache als Transformationstrainer im Kern, also Menschen zu begleiten in ihrer Selbstverwirklichung hin zu ihrem Traum, bei ihren Challenges, gelingt mir deswegen so gut und macht mir deswegen so viel Freude, weil ich beide Seiten kennengelernt habe. Diese wirklich großartigen Erfolge, vor allem mit den Nachwuchsnationalteams, aber auch die Schattenseiten. Und ich denke mal, wenn ich diese Schattenseiten nicht gehabt hätte, dann wäre mein Coaching, meine Begleitung jetzt, wäre nur halb so kraftvoll. Insofern macht es voll viel Sinn. Und da gibt es auch diesen Satz, ich weiß nicht, ob du auch mit dem arbeitest oder den kennst zumindest, dieses, in deinem größten Schmerz liegt dein größter Schatz. Und all die Trauer, Verzweiflung, Wut, die ich gehabt habe, kann ich quasi jetzt Hobby transformiert und kann ich ja jetzt verwenden in diesen Begleitungen. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr spannend und macht irgendwie alles Sinn. Aber heute halt erst jetzt, das habe ich ganz lange verstanden. Ich habe gerade letztes Mal, ich war in Italien unterwegs und dann ist mir auch was aufgefallen. Ich im Radio habe ein Lied gehört, ein altes Lied. Und das Lied hat mich sofort zurückkatapultiert in meine Zeit, wo ich 20 oder war ich 18, 19 und voll. Welches war das? Abracadabra. Abra. Ja, super. Auf jeden Fall, ich habe das damals viel gehört und das hat mich sofort zurückgeholt. Da habe ich gedacht, mein Gott, was war das für Zeit und so. Und dann habe ich gedacht, aber weil jetzt momentan als Vater, mein Kind wird jetzt 5 nächstes Jahr. Und da hat man sozusagen halt immer so viel im Kopf, sage ich mal. Und naja. Und dann habe ich gedacht, aber wie cool war das eigentlich? Aber im Nachbetrachtet habe ich so überlegt, okay, wie wichtig war das eigentlich auch für meinen Prozess? Ja. Die Sachen, wo ich falsch gemacht habe, wo vielleicht keinen Spaß gemacht haben, die ganzen Challenges, wo für mich da waren, an dem zu wachsen eben. Mhm. Und das war mit deiner Karriere genau das Gleiche. Es hat dir einfach immer, ich glaube, dein Herz hat auch gesagt, du Peter, mein Freund, ist zwar cool, du kannst das, aber that's not your way, you know? Ja, genau, not anymore. Ja, und es hat da viel gegeben in dem Fall, wie mir auch. Ich muss sagen, ich muss auch die EU-Nationalmannschaft, die ganzen Flüge mit der Mannschaft und die ganzen im Hotel und die ganzen Spiele vor vielen Zuschauern, unbezahlbar. Aber auch der Business, wie du sagst, hat auch Schattenseiten. Der Stress, der in einem aufkommt, hat mir aber auch dort schon dazu gebracht, dass ich mich mit dem beschäftigt, mental, wie gehe ich mit dem Stress um? Wie gehe ich mit dem ganzen Stress um? Und damals habe ich mir nicht gedacht, wie anders der Stress nachher mit Kindern ist. Ja. Der wird nicht weniger, sondern nur anders, ja. Ein Satz noch dazu, ich finde das super, was du sagst, und es ist ja diese Zerrissenheit, die alles, was schön ist und weniger schön, dieses damals, okay, mache ich weiter, weil ich habe ja auch noch Vertrag gehabt mit all diesen Vertrag. Okay. Genau, ich habe noch ein Jahr Vertrag gehabt in Innsbruck und habe dann gemerkt, es ist es nicht mehr. Das, was du gesagt hast, der Verstand sagt, ja, gutes Geld, auf das hast du jahrelang hingearbeitet, in Wahrheit mein Leben lang. Auf der anderen Seite, na, mein Herz sagt, das ist nicht mehr mein Weg, aber ohne zu wissen, was ist eigentlich mein Weg. Also das war ja die Herausforderung, diese Angst vor der Zukunft, die Angst, wird mich je wieder was so begeistern können, wie kann ich mehr Geld verdienen, wie kann ich annähernd so viel Geld verdienen. Also es waren ganz viele Faktoren. Aber einen Blickwinkel würde ich nur mit einbringen, der, glaube ich, für unsere Zuschauer super wertvoll ist, dieses, du hast gesagt, ganz viel wächst dran. Und ich habe gelernt, so sometimes you win and sometimes you learn. Mhm. Also quasi einmal nicht zu gewinnen, heißt nicht, dass du verloren hast, sondern heißt, dass du auf jeden Fall was gelernt hast draus. Und wir wissen alle aus unseren Erfahrungen, dass wir wahrscheinlich sogar dann am meisten lernen, wenn wir auf die Schnauzen fallen, wenn was nicht so läuft, wenn wir mit den Schattenseiten konfrontiert sind. Das ist auch ein spannender Aspekt in meinem Coaching, dass es viel mehr da um den Problemraum gibt, weil ja, die Ziele sind wichtig und manche beschäftigen sich nicht einmal damit, aber viele wissen das ja mental. Aber dann gibt es halt einen Grund, warum ich das noch nicht erreicht habe. Also da gibt es sehr wohl Gründe dafür. Und wenn man aber die andere Seite nicht dazu anschaut, welche Glaubenssätze stecken da dahinter, welche Prägungen, warum kommst du dort nicht hin, stehst du dir selber im Weg, stehen dir andere Menschen im Weg und, und. Und dieser Blickwinkel einmal,
das Prinzip zu verstehen, dass es beides braucht und man auf beide hinschauen muss, aber auch, dass eine Niederlage super wertvoll sein kann und manchmal viel, viel mehr wertvoller als ein Sieg. Und so war quasi dieses Karriereende schon ein bisschen eine Niederlage, eben nicht den Megasprung in das Ausland zu schaffen, aber auf der anderen Seite, genau in dieser Phase, würde ich sagen, habe ich wahrscheinlich am meisten über mich und mein Leben gelernt und ich möchte es echt nicht missen. Ich bin mega froh, dass ich diese Transformation gemacht habe oder mehr oder weniger ja mittendrin bin, aber einige große Schritte schon geschafft habe, weil das Leben irgendwie einfach bunter macht. Ja, du hast super angesprochen. Ich sage das gerne in meinen YouTube-Videos. Am Strand mit dem gekühlten Bier wird nicht viel Wachstum passieren. Ne? Das heißt, also der Wachstum, wie du sagst, passiert eigentlich in der Challenge selber und vor allem aus der Challenge, wenn man dann eine vermeintliche Niederlage erleidet, dann lernt man meistens, du sagst das eben. Ja, komm mal weiter, weil Fußball war ein super, super Bereich in deinem Leben wie meinem. Aber du hast, glaube ich, Bücher geschrieben, 3 Stück, glaube ich, an der Zahl waren das, genau. Oder? Genau. Was sind das für Bücher? Das war, das erste ist Träume verändern und das war insofern so wichtig, weil das war die Brücke, wo ich zuerst gesagt habe, eigentlich nicht der Schlussstrich, sondern die Brücke vom Fußballer sein in die Selbstständigkeit und überhaupt einmal zu sehen, was kann ich eigentlich noch aus der Fußball spielen. Und ja, ich habe die Matura gemacht, ich habe mich immer wieder für andere Dinge interessiert, ich war einer der wenigen im Bus, die auch mal ein Buch in die Hand genommen haben und nicht nur Karten gespielt haben oder Playstation die ganze Zeit. Genau, das war immer so. Das kennen wir und habe ich genauso gemacht. Ich habe genauso Karten gespielt und will ich das auch nicht verurteilen, aber irgendwann ist mir zu langweilig geworden und merke, okay, zumindest bei der Rückreise kann es spannend sein, einmal die anders zu beschäftigen. Entschuldigung, dass ich die unterbreche, ganz kurz, aber da habe ich von dem Bräuch, hast du mal von dem Bräuch gehört? Ja, ja. Dass der in der Halbzeit sogar ein Buch mal gelesen hat. Ich weiß, ob die Geschichte stimmt, aber nur Entschuldigung. Stimmt. Den seine Geschichte kenne ich auch, ja, super spannend. Auf jeden Fall, das Buch, also alle zu, weil die, die das anspricht, die finden dann eh irgendwann den Weg dorthin, aber auf jeden Fall war es so wichtig, meine Arbeit, also meine Zeit als Fußballer mal darin zu verarbeiten, aber nicht nur biografisch, sondern wirklich über dieses System, das zu beleuchten. Und das war quasi der Startschuss, das habe ich damals nicht verstanden, weil ich mir gedacht, das war eher der Abschluss von dem einen. Und ich gehe jetzt einmal auf Weltreise, da werden wir vielleicht auch noch dann drauf zu sprechen kommen. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt in meinem Leben passiert. Aber jetzt, wiederum, 8 Jahre später, verstehe ich, das war der Start. Und in Wahrheit war das der Start und vielleicht sogar die Zeit davor, weil ich ja viel mit meinen Erfahrungen aus dem Leistungssport arbeite, in meinen Trainings. Aber vor allem dieses in die Selbstständigkeit, wirklich zu 100% das zu machen, was dir jetzt Spaß macht, dein eigener Chef zu sein. Und da habe ich mit dem Schreiben begonnen, eigentlich mit einem Blog, dann ist ein Buch daraus geworden und dann das nächste Buch über meine Weltreise eben und jetzt vor 2 Jahren das dritte Buch und das ist so ein wesentliches Puzzlestück, die Arbeit an meinem Blog, wo ich laufend quasi versuche, Mehrwert zu liefern, meine Gedanken und mein Know-how zu teilen. Aber wenn ich merke, es ist ein bestimmendes Thema, dass es wert ist, ein Buch daraus zu machen und das passiert alle 3 Jahre im Normalfall, dann mache ich das, was super schön ist, aber auch richtig anstrengend, aber ja, schöner Ausgleich zum Coaching. Jetzt wird es schon ein Thema geben, was wir schreiben können. Ja, stimmt. Was nicht, ob wir das Thema anschneiden sollen, aber ja. Ja, cool. Nein, auf jeden Fall. Und nachher bist du quasi so ins 1:1 Transformationscoaching, bist du so übergelaufen. War das so ein fließender Übergang oder wie ist denn das passiert? Es ist mir passiert und so wie immer ganz vieles passiert ist, das möchte ich auch den Leuten mitgeben, weil ich glaube, es funktioniert beides. Du hast gesagt, im Strand mit dem Bier, das ist super cool, um einmal einen Erfolg zu feiern oder auch auf einen Misserfolg anzustoßen, weil man das gelernt hat. Aber dieses, es braucht Phasen, wo ich genau weiß, was ich will, wo ich Ziele habe, wo ich Visionen habe und dem das vorantreibe und angehe. Aber ich habe ganz viele Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, wo mir Dinge zugeflogen sind und wirklich im Sinne von Zufall. Ich glaube nicht an Schicksal, also ja, im weitesten Sinne ist es das, aber wirklich, du bereitest was vor, damit die Menschen, die Jobs, die Kontakte, was auch immer, dir zufliegen können. Du musst nur Augen und offen Ohren halten und das natürlich schon auch vorbereiten und dann damit umgehen lernen. Und genau so ist mir dieses One-on-One-Coaching eigentlich passiert, weil noch am Workshop
jemand zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, ob ich das auch mache. Und nachdem ich ein sehr offener und neugieriger Mensch bin und mir dachte, hey, klingt irgendwie spannend. Und ich habe auch gesagt, bisher noch nicht, aber hey, lass uns ausprobieren und lass uns gemeinsam das weiterentwickeln. Und das war der Fall und ja, das war der Startschuss und mittlerweile ist es 80% eigentlich meines beruflichen Tuns, ist es im 1-1, weil ich da merke, da hast du den größten Impact. Und es kann ein Buch dein Leben verändern, es kann ein Podcast, es kann ein Gespräch, das muss ja nicht immer ein großer Mentor sein, sondern ein Gedanke, der den ersten Impuls bringt, quasi so als Butterfly-Effekt, aber aus eigener Erfahrung, weil ich selber gecoacht wurde. Und aus der Erfahrung, dass ich jetzt schon einige leider über längeren Zeitraum begleite, ist es wirklich in die Tiefe gehen, wirkliche Transformation geht zumindest leichter und schneller mit jemandem an deiner Seite, weil du sonst eher an der Oberfläche herumschwirrst und wir kennen das alle, eine Frage, die uns beschäftigt, die uns Kopfzerbrechen bereitet, wir finden keine Antworten, wir kommen immer wieder auf denselben Ausgangspunkt, drehen uns im Kreis. Und da ist einfach ein Coach und du bist ja selber einer super wertvoll, an der Seite zu haben, weil es ein spielerischer Ansatz ist, weil du einen Partner an deiner Seite hast, weil du eine Regelmäßigkeit hast, die ja wirklich Zeit nimmst dafür. Und das macht es aus und das macht mir unheimlich Freude und ja, es hat Impact und schauen wir mal, wo es mich hinführt. Aber im Moment fühlt es sich so an, da angekommen zu sein. Ja, das klingt genauso, also wie ich das auch empfinde. Ich habe auch lang gesucht und dann bin ich über verschiedenste Bücher und Internetvorträge und Zeug, auch gewisse Leute kommen, Coaches, und erst dann habe ich wirklich, wie du sagst, auch einen Unterschied gemerkt, dann wirklich, dass es vorwärts geht, mit mir selber dann. Mhm. Und mit den Zufällen sieht es eigentlich so, ich vergleiche das gerne mit, weil ich sehe viel als Energiearbeit quasi auch, wie bist du energetisch, wo schwingst du quasi, welche Energie, solche Leute triffst du natürlich auch. Und ich sehe das gern, vergleich das mit dem Meer, ja. Weil im Meer gibt es ja alle möglichen Lebewesen, aber ein Fisch, ein Goldfisch, Fisch Nemo findet quasi nie ein Hai wahrscheinlich, weil der schwimmt auf einer ganz anderen Tiefe, ja. Und so ist das Leben eigentlich auch. Du musst auf dieser Schwingung sein, dann triffst du auch die Leute, die auf deiner Schwingung sind, quasi auf deine Energie. Und dann kommen auch die Zufälle, wenn du bereit bist für das, dann passiert das. Schöne Metapher, ja. Ja, das mit dem Meer, also diese Meerestiefen, das benutze ich gerne beim Coaching, weil das versteht man dann ziemlich schnell. Ah, okay, hoppala. Richard Branson zum Beispiel schwingt auf einer anderen Ebene wie jemand anders. Und du kannst nur mit diesen Leuten quasi auch dann irgendwie resonieren, sage ich mal. Mm, und vor zwei Jahren bei dir, glaube ich, ist dann etwas ganz Spezielles passiert, oder war es ein bisschen länger, oder 2,5 Jahre? Wie alt ist das? Nein, knapp 2 Jahre. Jetzt am 25. November wieder 2, ja. Wir planen schon fleißig seinen Geburtstag und hoffen, ich weiß nicht, ob ich das Unwort in den Mund nehmen darf, aber Corona, wie wir es machen können, aber zumindest können wir uns am Spielplatz draußen treffen, hoffentlich. Ja, also ja, um deine Frage zu beantworten. Und ich spiele bewusst in meinen Büchern und in meinen Coachings sehr mit diesem Träumen, aber dann vom Träumer zum Macher zu werden. Und ich habe meinen Kindheitstraum erfüllen dürfen. Ich habe ganz viele Träume in den letzten Jahren. Manche haben nicht funktioniert, viele haben funktioniert. Und ich habe mich selber quasi kennenlernen dürfen auf dieser Reise. Aber das, was seit vielen Jahren mein größter Traum immer war, oder wahrscheinlich noch viel länger, war, eine eigene Familie zu gründen mit meiner Traumfrau. Und ja, genau das ist passiert. Also habe meine Traumfrau vor knapp 5 Jahren, jetzt sind schon her, kennengelernt und habe gewusst, das ist sie. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass das unser größter Traum ist, gemeinsam Familie zu gründen. Und es ist dann auch relativ schnell gegangen und vor knapp 2 Jahren ist unser Felix geboren. Und das war nicht nur der schönste Moment in meinem Leben, das war definitiv der prägendste. Es war super schön, bei der Geburt dabei sein zu dürfen. Also jeder Papa, der noch darüber nachdenkt, ob er das tun soll oder nicht, unbedingt schau auf jeden Fall, dass du dabei bist, weil das ist so ein schöner Moment. Und ich habe dann diese Nabelschnur durchschneiden dürfen und war einfach wirklich auch die ersten Wochen sehr, sehr viel zu Hause. Also es war super schön, den Kleinen überhaupt einmal kennenzulernen, weil ja, er ist quasi
dein Produkt, es ist deine Genetik, aber du warst nicht das Wesen. Wer ist da, wie ist der? Und es war super schön, da überhaupt einmal gemeinsam in diesen neuen Lebensabschnitt hineinzustarten. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich in meiner Selbstständigkeit mir das jetzt selbst einteilen darf und kann und einfach wir uns das fast annähernd 50-50 einteilen, die Judith, meine Frau und ich, weil sie unterrichtet an einer Schule. Also zwei halbe Tage, aber da bin ich auf jeden Fall beim Felix und auch darüber hinaus versuchen wir das relativ 50-50 einzuteilen. Und das ist die klare Nummer eins. Also da, auch wenn ich gar keinen Auftrag mehr annehmen kann, wenn irgendwas ist, da gehen die Kinder vor. Und ich glaube, das ist eh in jeder Familie so. Aber ich habe das Glück, das beides gut unter einen Hut zu bringen und umgekehrt begleiten darf und er jetzt ganz viel gelernt hat. Vor allem diese Phase, das weißt du selber, zwischen 1 und 2 ist arg, wenn sie dann wirklich zu laufen beginnen, zu reden beginnen, jeden Tag ein neues Wort. Und abgesehen davon ist mir gar nicht so wichtig, was er wie schnell gelernt hat, sondern welche Freude er am Leben hat. Und das ist so ansteckend und ich merke, dass ich seit ihm wieder viel mehr Loch in meinem Leben, viel mehr mein eigenes Kind wieder ausleben darf. Und ich selber halt lerne und wachse in der Rolle als Vater, aber dann auch auf Augenhöhe, klingt jetzt blöd, aber wenn mein inneres Kind wieder hochkommt und ja, es ist wirklich das Schönste, was es gibt. Und ja, da soll man wirklich als Papa, wenn es irgendwie geht, so viel Zeit wie möglich sich freischaufeln, damit man da viele schöne Momente erleben kann. Ja, genau, das ist auch der Grund, wieso das zu meiner Passion geworden ist eigentlich, speziell Väter anzusprechen mit meinem Coaching, weil ich mich sehr, wo meine Frau schwanger geworden ist, ich habe sehr viel lesen dürfen, wo ich im Casino gearbeitet habe, habe ich so viel Zeit zum Lesen gehabt und alles Mögliche. Ich sag mal, meine anderen Kollegen haben halt bis 3 oder 4 am Nachmittag geschlafen. Ich bin halt um 10 auf und dann, oder um 9 und dann habe ich meinen Tag genützt. Und habe dann viel lernen dürfen, wo ich das erfahren habe, oh, die ist schwanger, Und es geht los und dann, ich wollte lange ein Kind, meine Frau nicht so. Sie gesagt, warten wir noch ein bisschen, nochmal eine Reise. Ja. Und dann irgendwann gesagt, okay, jetzt können wir es dann angreifen. Und dann habe ich viel gelesen, auch über Kinderpsychologie, auch Vorträge also angehört und. Und habe dann lernen dürfen, dass zwischen 0 und 7 die prägendste Zeit für unser ganzes Leben ist. 0 und 7. Und da sind wir wirklich in der Gehirnlänge, Wellenlänge von Theta und wir saugen alles auf wie so ein trockener Schwamm. Und wenn wir uns das durch die Lappen gehen lassen als Väter, dass wir, klar, seelisch werden wir keinen Einfluss haben, aber auf dieser Ebene hier, unsere ganzen Prägungen, mit denen du zu arbeiten hast, mit den ganzen Leuten, dass wir die so entfalten können bei unseren Kindern, dass sie eher positiv, sage ich mal, sind oder einen Einfluss haben, haben wir sowieso durch unser Beispiel, wie wir leben. Und 0 bis 7, deswegen, wie du sagst, also es ist so wichtig, so viel Zeit wie möglich mit dem Kind zu verbringen und dass das Kind beide Eltern zu Hause hat. Und die Vaterrolle, wie siehst du die Vaterrolle eigentlich? Wie interpretierst du das oder was ist wichtig als Vater für dich? Also grundsätzlich, Thomas, ich finde es so cool, allein wie du darüber sprichst. Also in Wahrheit haben wir uns ja jetzt gerade erst kennengelernt, aber ich habe schon so ein richtiges Bild, wie du als Papa bist und ich finde es super, dass du, dass dir das selber so wichtig ist, dass du dich eingelesen hast und B, dass du auch in erster Linie oder viel dann auch mit Vätern arbeitest, weil das ist die Aufgabe dieses Jahrhunderts, dass wir diese modernen Männer, diese liebevollen Papas, diese fürsorglichen Unternehmer, Führungskräfte in der Politik, im Sport, einfach Role Models haben, wo es, ja, es geht auch tough zu und das Kämpfen gehört bis zu einem gewissen Grad leider dazu, aber das Spielerische anzugehen und immer nur bis zu dem Punkt, wo ich niemand anderen schade damit. Und das ist was die führenden Köpfe, und das sind ja leider im Moment nur oder fast nur Männer, dass es da mehr weibliche Energie braucht, und das ist A, dass wir den Frauen auch mehr und mehr den Raum gewähren und B, auch diese weibliche Energie in uns Männer ja hervorkommen lassen, diese Emotionen, die kommen dürfen, und auch dieser liebevolle Papa, der natürlich auch Windeln wächst und auch da ist für das Kind, wenn es nicht gut läuft und nicht dann zur Mama abschiebt. Also so viel einmal vorweg. Und ich glaube einmal grundsätzlich, die wichtigste Rolle für Eltern ist, nicht zu erziehen, also das Kind irgendwo hinziehen zu wollen. Und da hat mich dieser Neurobiologe, der Gerald Hüther, sehr, sehr inspiriert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ich kenne. Und habe den auch für meinen Podcast und für mein Buch damals interviewen dürfen und den kennengelernt.
der hat mir sehr, sehr davon, du darfst einen Freiraum schaffen, du darfst den Rahmen und musst den Rahmen bieten, weil dieses kleine Wesen braucht auch Grenzen und ja, darf auch Nein hören, aber viel mehr in dieses Fördern, Begleiten, Anbieten und nicht, ich weiß jetzt, wie es geht und ich sage dir, was du zu tun hast. Und gibt es eine spannende Statistik, wir Menschen hören, zumindest in unserem Kulturkreis, bis zum 18. Lebensjahr 20.000 Mal Nein. das Wort Nein. Nein, du darfst das nicht, nein, du kannst das nicht, nein, man tut das nicht, weil, was denkt der und der? Und ich glaube, wenn man zumindest mit vielleicht 10.000 Nein auskommt, dann ist man gut dabei. Hat man schon einiges gewonnen und es braucht ein sehr vehementes Nein unbedingt. Also ich bin nicht für laissez-faire, der kann alles machen, was er will, weil damit ist er auch überfordert. Aber auch das Leben zu bejahen und ihm Mut zu sprechen und ihm was zutrauen zu lassen, ihm selber Fehler machen lassen zu dürfen. Und das ist so nicht nur meine, sondern unsere Philosophie. Und dann würde ich das einfach nur bestätigen, was du gesagt hast, wenn es speziell um Papas geht, nehmt sich die Zeit. Und auch wenn es vielleicht in einem Angestelltenverhältnis während der Woche nicht funktioniert, dann Quality Time am Wochenende. Wenn ihr das Glück habt, weniger arbeiten zu müssen oder als Selbstständige, nehmt sich auch Quality Time unter der Woche. Das von Anfang an Papa gesagt, ältere Kinder. Es ist so schade, die ersten Jahre, es vergeht so schnell, ich habe so viel versammt. Und ganz ehrlich, es sind jetzt 2 Jahre, seit der Felix auf unserer Welt ist. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das schnell vergeht. Ja, er wächst und es geht was weiter, aber ich habe so viele Momente miterleben dürfen und mitgestalten dürfen, dass ich das Gefühl habe, gefühlt ist das schon 3, 4, 5 Jahre. Es ist so viel passiert, wir haben so viele coole Dinge zu zweit, zu dritt machen dürfen. Und nehmt euch wirklich diese Zeit nicht nur dem Kind zuliebe, sondern euch zuliebe, weil ihr lernen werdet, wachsen werdet, lachen werdet, warnen werdet, was genauso wichtig ist. Und das ist super schade, wenn das Eltern sich nicht nehmen können oder wollen. Und jeder in seinem Rahmen, jeder mit seiner Idee der Begleitung, ja, so wie es stimmig und authentisch ist als Familie natürlich. Ja, aber es ist das Schönste, was es gibt. Und ja, ich habe gerade kurz vor unserem Gespräch meinem Sohn 2 dicke Gute-Nacht-Küsse gegeben und finde es halt fast ein bisschen traurig, dass ich ihm nicht die Gute-Nacht-Geschichte lese, aber morgen bin ich wieder dran und freue mich einfach drauf. Ja, aber du sagst das. Ich habe auch das Gefühl, unsere wird jetzt 5 nächstes Jahr und mir kommt es vor, als ob 20 Jahre vergangen sind. Ich war so viel da. Natürlich vergeht die Zeit schnell, weil sie ist 5, sie geht jetzt in den Kindergarten und hat Freundinnen. Also mir kommt vor, die geht jetzt bald studieren oder was. Ja. Aber es kommt sich vor, als ob, keine Ahnung, das Leben mit der kleinen Olivia fühlt sich an wie 30 Jahre und das davor wie 5. Also, ja. Was würdest du zum Beispiel sagen, wer warst du vor der Olivia, vor 6 oder 7 Jahren? Was hat sich für dich verändert? Was hast du lernen können? Viel achtsamer. Boah. Also wo ich erfahren habe, wie wichtig das ist, was ich tue, nicht was ich sage, weil das Kind lernt ja von dem, was ich tue. Er achte extremer drauf, was ich sage, was ich wirklich tue, wie ich mit wem umgehe und so Sachen. Also ich weiß, sie beobachtet mich ganz genau. Und auch da kommt das Spannende, weil du es vorher gesagt hast, mit den 10.000, also 20.000 Neins. Ich weiß jetzt, ich beschäftige mich mit dem Thema extrem, Lies und Zeug und achte wirklich drauf. Und auch hier passieren Szenen, wo jemand denke, meine Güte, du weißt das. Und auch hier, also es ist ein ständiger Prozess, wo man denkt, oh, ich beschäftige mich ständig mit Kindern und wirklich Vater sein und Psychologie von Kindern. Und auch mir passieren diese Fettnäpfchen, wo ich reintret, wie halt, heute waren wir auch in der Therme baden ein bisschen und dann hat sie trifft natürlich die Punkte, wo sie treffen muss natürlich. Weil die sind ja die besten Lehrer, Frau plus Kind. Das sind die besten Personal Coaches, die man sich überhaupt vorstellen kann, wenn man es so sieht. Ne? Das stimmt, da gibt es eins, würde ich ergänzen. Ja. Also wir zwei können maximal die drittbesten Coaches sein, weil der allerbeste meiner Meinung nach ist der Tod, den einmal in dein Leben zu holen und dir bewusst zu machen, auch wenn du Anfang 20, Mitte, Ende 20 bist, es hat ein Ablaufdatum und macht dir mal echt Thema, Gedanken, wie du dein Leben füllen magst. Und oder auf der Ebene auf jeden Fall Kinder, weil sie dir vorleben, weil sie die Emotion sofort spiegeln und weil du in jeglicher Hinsicht, das würde dir den Rahmen sprengen, einfach so viel lernen kannst. Und dann gibt es noch quasi professionelle Coaches, die das zusätzlich begleiten können, aber ich bin voll bei dir. Und ja, es nur zu wissen reicht nicht, weil wir, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe ja wahrscheinlich auch 20.000 Mal Nein gehört in meiner Kindheit. Ja, mit Sicherheit.
Und ob es ein bisschen mehr oder weniger ist, ist ja auch unsere Prägung und unsere Glaubenssätze. Und nur weil wir das wissen, heißt es noch lange nicht, dass wir uns gelöst haben oder das transformiert haben. Und das möchte ich auch bewusst an dieser Stelle sagen, weil manche sagen, glaube ich ja dann auch, ich gehe da 3 Monate in das Coaching oder muss mich auch ein Jahr davon begleiten und dann ist alles in Ordnung und dann finde ich all die Antworten. Das ist, sage ich mal, vielleicht der zweite Schritt. Der erste ist, dass du selber drauf kommst, okay, ich öffne mich dafür. Der zweite ist, du lässt dich tatsächlich begleiten. Aber währenddessen brauchst du dich selber, dass du das tust, umsetzt. Und das ist Selbstverwirklichung, sage ich immer, ist kein Ziel. Mit 35 will ich mich selbst verwirklichen, oder, sondern es ist eine Reise. Und genauso leicht und spielerisch soll man das aber annehmen. Und da sind wir oft zu streng mit uns selber. Und ich weiß genau, was du sagst, weil ich merke das an mir auch, wo dann mir so ein Nein auskommt oder wo ich mal lauter wird, was ich eigentlich gar nicht will. Oder auch in ganz anderen Bereichen, dass ich im Business einen Fehler mache, wo ich mir denke, hey, das passt eigentlich schon, dass man das so nicht macht. Aber am Ende des Tages, ja, kann ich mich ärgern, soll die Emotionen auch rauslassen, aber es war wieder ein Learning und nächstes Mal mache ich es wahrscheinlich nicht. Ja, das Thema Selbstverwirklichung ist ja wirklich, die Leute meinen wirklich, sie kommen irgendwann an ein Ziel an, hier ist das Ziel und jetzt bin ich durch. Das ist erledigt. Wie beim Marathon. Und soll ich was sagen? Ich habe es ja auch geglaubt früher. Also, wir werden ja auch so getrimmt als Fußballer sowieso. Ja, dieser Tag X mit 30, 35 ist es spätestens vorbei. Oder wenn du super fit bist, bist du halt noch in der zweiten, dritten Liga, vielleicht bis 40 sogar. Aber so dieser Tag X. Und weißt du was? Ich würde es super langweilig finden, wenn ich weiß, mit 40 oder 45 bin ich selbst verwirklicht. Punkt oder Rufzeichen oder bin ich erleuchtet, weil, ja, was kommt dann? Also ich denke mal, und das hat eine meiner großen Mentorinnen, die ich wiederum auch für mein Buch interviewt habe, die Ute Karin Höllriegel heißt die, das ist eine Psychologin, die das so wunderschön gesagt hat, du darfst in deinen Traum hineinreifen und ob das ein beruflicher, privater Traum, ob das die Selbstverwirklichung ist, nicht okay, ich würde es abhaken von meiner To-Do-List, sondern das ist eine Reise, das ist ein Prozess und ich komme immer einen Schritt weiter, ich gehe auch wieder mal einen Schritt zurück, schaue, okay, wo bin ich, links, rechts, habe ich mich verlaufen und gehe dann weiter und du spürst es viel mehr, als du das in Worte fassen kannst und ich glaube, Leute wie wir, die dann diese Kraft einmal kennengelernt haben, diese Essenz des Potenzials, wenn du selber sein kannst, wenn du nicht ständig da irgendeine Maske aufsetzen musst. Ach, dann, das ist mühsam. Wird das Leben so wunderschön und leicht, nicht immer, aber dann werden die schwereren Momente zu Learnings und diese Phasen meistens kürzer, aber auch die gibt es und auch die sind wertvoll, aber dann ist es viel eine spielerische Reise, die unheimlich Spaß macht und erfüllend ist. Ja, du sagst das, aber ja wirklich, also ich sag mal, die Learnings oder die Tiefs, die jeder hat, kommen mir vor, sind intensiv, aber kürzer, aber wirklich dann, okay, ja, aber man weiß es irgendwie, durch dieses ständige quasi Coaching und ich habe auch noch Mentoren, wo ich mich dauernd austausche, wo ich dauernd lerne, wo nie ein Ende da ist, weil man kann ständig irgendwas mitnehmen von irgendwo, irgendjemand. Aber wenn ich zurückkomme auf die selbst quasi, also diese Erfüllung, was alle suchen, Menschen meinen ja, das wirst du selber wissen, dass wenn ich den Ferrari fahre, danach fahre ich einen Maserati und dann habe ich es. Ich vergleiche das gerne mit so einer Hunderennbahn. Und die Hunde rennen dem weißen Hasen ja nach in der Mitte, oder? Ja. Und du weißt es ja ganz genau, die fangen den nie. Die fangen den nie. Und wir Menschen sind ziemlich ähnlich. Wir rennen und der weiße Hase ist halt bei uns, keine Ahnung, ein Haus, eine Traumfrau, ein Kind von mir aus, denn keine Ahnung, eben die Karriere bei Bayern zu spielen oder was weiß ich. Und dann möchte ich das Auto, dann möchte ich das, möchte ich keine Ahnung. Und wir fangen dann die Hasen zum Teil und der nächste Hase rennt sofort wieder los. Und meinen dann, dass wir auf dem Weg quasi des Erreichens irgendjemals eine Erfüllung erfahren können, aber das geht ja gar nicht. Das sind zwei verschiedene Reisen. Also Erfüllung wirst du nie auf diesem Weg quasi, ja, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich durch dieses Ziel, jetzt bin ich erfüllt. Dann hockst du da an deinem, keine Ahnung, 1.000-Euro-Sessel, denkst, opala, aber ich habe gedacht, die Erfüllung fühlt sich anders an. Und das ist super spannend, was du sagst, weil interessanterweise wird es dann noch schlimmer. Also ich begleite Leute, die im Außen wirklich erfolgreich sind, egal ob im Sport oder in der Wirtschaft, als Unternehmer. Und gerade die sind im Kern oft die unglücklichsten und einsamsten,
Weil du hast dann schon alles, du hast das fette Auto, du wohnst in einem geilen Haus, du hast deine Traumfrau, vielleicht auch Kinder an deiner Seite. Es gibt eigentlich im Außen kein Argument mehr, aber sie haben diesen inneren Prozess nicht mitgemacht quasi. Und dann ist der Kontrast nur viel stärker, weil dann sagt im Außen jeder, Alter, was hast du? Du hast eh alles und jetzt bist du immer noch nicht zufrieden. Und deswegen ist es so wichtig, da eine Balance zu haben und dass man auch in diesen, und das ist, darf ja auch legitim sein, einen Maserati zu fahren. Nein, oder auf jeden Fall Familie zu gründen, aber da hineinzureifen und einen Schritt nach dem anderen und nicht, ich habe immer geglaubt, wie im Fußball, du musst den Durchbruch schaffen und Karrieresprünge und je schneller, desto besser. Aber die Schönheit und Erfüllung liegt in der Langsamkeit und jeden Schritt, den du überspringst, hast du nicht gesehen und deswegen ist es so cool, auch diese quasi diese Treppen zu gehen und um mit deinen schönen Metaphern zu arbeiten, nicht mit dem Lift aufzufahren, sondern wirklich den Weg selbst zu gehen und schauen, was am Weg liegt und da werden Süßigkeiten am Weg sein, aber da werden auch Steine im Weg liegen, wo du halt einmal auf der Seite vorbeigehst, drüber springst, einmal wartest und den Stein anschaust, was ist das überhaupt, was hat das mit mir zu tun, eine meiner Lieblingsfragen in meinem Coaching, weil alle so gut sind, mein Chef ist der Trottel, mein Businesspartner hat mich über den Tisch gezogen, genau, ja. Ich bin immer noch nicht da und dort und dann frage ich die Leute immer, ja, und was hat das jetzt mit dir zu tun, was löst das in dir aus? Und da auch den Blickwinkel nach innen zu richten, sowohl in der Selbstverwirklichung als auch in den Herausforderungen in deinem Alltag. Ja, also wenn ich zurück zu der Metapher kommen kann, wenn man die Hunde hernimmt, die hocken sich auch nicht nahe hin und dann sagen sie, Moment einmal, ich fange den Hasen hier jetzt. Das renne ich nie so lange nicht, bis ich es endlich rausgefunden habe, was mit dem Hasen los ist. Wieso wird er immer schneller, wenn ich komme? Und die Menschen hocken uns dann hin und denken, na, ah. Aber wir sind zum Rennen da. Wie du sagst, der Weg ist das Ziel. Es klingt so platt, aber wir sind da zum Rennen und wie du sagst, dann kommen Steine, dann kommt vielleicht einmal ein Eis auf den Weg oder was. Ja. Und dann kommen halt Emotionen, weil Emotionen sind so extrem wichtig, wie du weißt, mit Frau und Kind in Beziehungen und auch mit Kindern. Aber wie siehst du Emotionen? Gute Frage, danke, weil mein letzter Blogpost geht genau über das Thema. Ich habe die Blogs eh gelesen. Du hast das eh gelesen und ich habe dort mir Psychotherapeut in Wien unheimlich inspiriert, bei dem ein Seminar gemacht und von dem dann länger begleiten lassen. Zu diesem Thema, also er nennt es Epic, aus der Epigenetik, diese Emotionen einmal überhaupt wahrzunehmen. Also eben das ist wieder so ein Männerthema. Frauen leben das in der Regel eher aus und haben auch den Mut zu weinen. Die haben eher ein bisschen ein Problem mit der Wut, weil Frauen dürfen ja nicht wütend sein, die müssen das schön abschlucken. Und das einmal anzunehmen, was ist das überhaupt? Das gehört zu mir, das will man was sagen. Da steckt wieder ein Schatz in dieser Emotion. Man muss nicht alles hinterfragen. Aber gerade in den Dingen, die dich am meisten aufreiben, aufregen, haben ganz oft und fast immer was mit dir selbst zu tun. Und dann ist ziemlich cool, weil wiederum das klingt nach so einem harten Thema, aber das kann man super spielerisch angehen. Und der Dr. Markus Jahn macht das in seinem Epic-Programm mit, okay, ich spiele jetzt einmal eine, ich stehe auf einer Bühne, halte einen Vortrag, bin komplett euphorisiert, Begeisterung 10, also quasi aus der Skala von 0 bis 10. Und ja, oder der Frau hat nicht weggerammt und du hast eh schon einen stressigen Arbeitstag gehabt und das bleibt an dir hängen, du musst den Geschirrspüler ausräumen. Ärger 8 vielleicht. Also quasi, er sagt so zwischen 3 und 7 wäre die Mitte, die Balance, die es wichtig ist, egal ob positiv oder negative Emotionen, dich da einzupendeln, aber das Leben macht natürlich bunt, Begeisterung 10, richtig geil und auch Trauer. Oder einmal Langeweile kann super wertvoll sein, weil das der Raum ist, wo Kreativität oft passiert. Das passiert uns ja oft ja gar nicht mehr, weil wir ständig uns ablenken und am Handy hängen oder uns mit irgendwelchen Themen beschäftigen. Einfach einmal die entspannen, einmal an die Wand zu schauen oder in die Natur und zu schauen, was da kommt. Also insofern kann man super nachlesen, vielleicht können wir das irgendwie verlinken, weil es eine super wertvolle Übung ist mit Emotionen wahrnehmen, was ist da in mir, welche Spannung? Ist es stark? Ist es weniger stark? Wo kommt die her? Super spannende Frage. Und was kann ich damit tun? Also 4 Steps. Und wenn man so ein Emotionstagebuch, das gebe ich meinen Leuten oft mit in den Coachings, jeden Tag die Emotion, die am stärksten war, genau diese 4 Steps niederzuschreiben und mach das einmal einen Monat, ein halbes Jahr und du wirst so viel mehr über dich selbst erfahren, weil in der Emotion ein Schlüssel liegt, dich selbst besser kennenzulernen.
Und ein Gedanke nur dazu, das ist eine super spannende Facette, die ich in meinem Coaching immer mehr mit einbringe. Diese Körperarbeit, jetzt habe ich das Buch nicht da, aber die könnte man vielleicht auch verlinken, die Bioenergetik vom Alexander Loewen, ist auch ein Psychotherapeut, und wo wirklich dann er so gut beschreibt, dass die Emotionen, die du unterdrückst, und deswegen ist es so schlecht, sich in deinem Körper manifestieren. Also wenn du diese Trauer nicht zulässt, diese Wut abschluckst, dann ist die trotzdem da. Ja, die dann verschwindet ist, dann, nicht. Ja. Genau, dann braucht es diese körperliche Reaktion oder zumindest das aussprechen zu können. Und vielleicht verkraften wir es einmal, das eine Ding runterzuschlucken, aber das sammelt sich ja an und irgendwann zerreißt es dich, dann platzt der Kragen oder dann brichst komplett aus, kommst in ein Burnout, in eine Depression. All die Dinge müssten nicht passieren oder würden viel seltener oder weniger hart ausarten, wenn du lernst, mit deinen Emotionen zu leben und die auszuleben. Und ja, das in dem Rahmen, was für dich natürlich stimmig ist. Aber insofern ist das ein super wichtiges Puzzlestück für mich als Mensch in meinen Beziehungen und auch in meinen Coachings. Ja, das, also, ja, 4 Schritte, das habe ich so was Ähnliches. Aber wenn du sagst, Emotionen, ist ja Emotion, Energy in Emotion. Und wenn du das nicht rauslöscht, kannst du ja wieder einen Wasserschlauch vorstellen. Wenn das in der Mitte, hebe mal das beidseitig, was passiert mit dem Wasserschlauch, wissen wir alle. Genau. Aber wir wundern uns dann, wenn es uns dann immer schlechter geht, wenn wir irgendeine Emotion nicht rauslassen mit der einen Form oder nicht. Aber 4 Schritte habe ich was Ähnliches. Und zwar, ich mache es ziemlich ähnlich im Coaching wie jetzt du, mit so einem Tagebuch, aber leicht andere 4 Schritte mache ich quasi. Der erste ist Wake up, wach auf quasi. Was ist überhaupt für eine Emotion? Was ist es für eine? Und dann kommt schon der zweite Schritt, was für eine und wo im Körper? Du sagst es. Und dann eben lokalisieren und sie auch zulassen nachher dann. Und richtig schauen, was tut sie im Körper? Was tut jetzt? Ich wäre wieder sauer, weil meine Frau eben wie du mit dem Geschirrspüler wieder mal nicht aufgeräumt. Ich komme nach der Arbeit heim, habe keine Lust mehr und dann kommt die wieder daher mit dem Geschirrspüler. Immer die wiederkehrende Emotion, ja. Genau, das sind generell so Unwörter, entschuldige, ein Satz dazu. Das ist ganz gefährlich, jetzt kommen wir mal in die Kommunikation, aber in Partnerschaften nie und immer, das sind zwar komplett Unwörter, vergesst die. Und ja, ich weiß, aber selbst passiert es mir auch immer wieder, aber das führt selten zu einer guten, zum guten Konflikt oder Streitgespräch. Ja, das kann man auch kommen gleich. Aber auf jeden Fall, wenn man die Emotion in ungefähr 60 bis 90 Sekunden wirklich zulässt und schaut, was sie tut im Körper, dann vergehen die meisten Emotionen. Mhm. Was dann das Entscheidende eigentlich bei Emotionen ist, die ja gut sind, die sollen wir ja zulassen, vor allem negative auch, ist die Reaktion, weil die zählt ja nachher auch. Mhm. Und wenn du total aus der Emotion raus reagierst, wissen wir alle, was passiert, ist suboptimale Ergebnisse. Voll, also super spannend. Genau, die erste Kammer, das ist ja das Gefühl, man soll sich ja nicht schlecht fühlen, wenn man wütend, traurig oder so ist, sondern die, wie du sagst, die erste Kammer ja gar nicht steuern, aber man kann den Umgang steuern und kann trotzdem sein, in Tränen auszubrechen, zu schreien, zu einen Luftsprung zu machen, aber ganz oft verschwindet die Emotion und kann man es dann quasi erklären und in dem Maße ausleben, das gut ist. Und genauso bei Entscheidungen. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber bei ganz, ganz wichtigen Entscheidungen, die treffe ich nie in der Sekunde, sondern da schlafe ich immer einmal drüber. Also diese Minute bei der Emotion ist für mich eine Nacht. Dann rede ich einmal mit meiner Frau drüber, vielleicht noch mit einem guten Freund, je nach Thema. Und dann entscheide ich mich, aber nie aus dieser ersten Emotion, weil die einfach ganz stark manipulieren kann. Ja, wichtig bei Emotionen ist auch, was ich gelernt habe, dass nicht du die Emotion bist, sondern dass du sie nur erfährst, oder? Du bist jetzt nicht sauer, sondern du bist der Peter quasi, wo jetzt der momentan halt die Emotion des Traurigseins erfährt von mir aus. Und das ist auch so eine Distinction, wo ich sage, okay, es wäre nicht schlecht, wenn man auf das ein bisschen schaut, dass man, ja, ich bin nicht sauer, mein Gott. Dann triggert mich halt wieder mal das Gleiche. Aber wiederkehrende Emotionen sind natürlich das Wichtige. Beziehungen, weil Beziehungen sind sowas von entscheidend bei uns Menschen. Vor allem, wenn man, du bist verheiratet, ich bin verheiratet mit Frauen und die Energie der Frau, wissen wir ja, ist eine andere. Die Feminenergie ist ja so expandierend und überall und never sleeping. Also überall, also wirklich. Ich vergleiche die Frauen gern mit einem Ozean. Wirklich, also es kann wunderschön und dann fahren wir raus mit dem Surfbrett von mir aus, sonnig, und auf einmal kommt 5 Sekunden der Sturm daher. Und wir sind eigentlich die Segler, sage ich mal, die männliche, direkte Energie, wirklich fokussiert.
wir müssen eigentlich schauen, wie wir auf diesem Ozean zurechtkommen. Wie kommst du zurecht auf dem weiblichen Ozean? Du bist echt der Meister der Metaphern, finde ich so cool, Thomas. Super, wie du das immer bildlich beschreiben kannst. Danke dafür. Ich möchte vor allem dieser Riesenthema und ich möchte eins mit einbringen, weil das mein größtes Learning der letzten Wochen und Monate ist und das ist ja auch oft so ein Tabuthema, vor allem für Männer. Menstruation, die weibliche Periode, das macht man sich als Mann eher weniger Gedanken. Man kriegt dann einmal mit, okay, wenn die Frau schwanger ist, dann tritt die irgendwie nicht mehr ein. Aber da gibt es ein super spannendes Buch, die Superpower-Periode, glaube ich, heißt es. Und das war für mich und uns, für die Juli und mich, ein Game Changer im Sinne von gegenseitigem Verständnis. Allein die Judith, sie selber und ihren Körper und ich auch in der Akzeptanz. Und das kann man sich vorstellen wie nicht nur das Jahr, sondern das Monat, also quasi der Zyklus, hat 4 Perioden der Frau. Also jedes Monat kann man einteilen in Herbst, Winter, Frühling und Sommer. Und quasi Herbst ist so die Phase davor, wo man schon ein bisschen müder wird. Im Winter setzt dann die Regel ein und dann merkt, also jede Frau spürt das anders, aber es ist eher so dieses ruhige Angehen oder auch dieses sehr emotionale. Dann kommt man in den Frühling, also quasi die Woche nach der Menstruation. Und da merkt man, wie es sich wieder Kräfte sammelt, Entscheidungen trifft, ja, Power hat. Und dann im Sommer quasi kommt es zur Spitze. Und das ist so spannend, weil A merken wir ganz oft, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel, aber dass die Judith da oft Kopfweh hat oder irgendwelche körperlichen Symptome, genau in diesem Herbst schon, also ein paar Tage davor. Und umgekehrt im Sommer, dass sie da genau die ist, die mega Sport macht, die ihre Entscheidungen trifft, die alles positiv sieht. Und ich glaube, jeder Mensch ist individuell, aber die haben, weiß ich nicht, wie viele Frauen dazu befragt und über lange Studien quasi das beobachtet. Und es ist super spannend, da auch einmal überhaupt die Augen zu öffnen und zu verstehen, okay, der Körper hat seinen Biorhythmus, bei uns Männern ja auch nichts anderes, auch wenn wir vielleicht diese Jahreszeiten im Monat nicht haben, aber auch wir merken ja Tage, wo wir voll im Flow sind und alles so leicht von der Hand geht und dann wieder Phasen, wo wir merken, hey, eigentlich will ich mir gar nicht aus dem Bett oder heute ist echt nicht der Tag, um wichtige Entscheidungen zu treffen, aber quasi dieses Verständnis, da dass es selber nicht immer oft, sondern Tag und Nacht Polaritäten gibt es eben diesen natürlichen Zyklus der Frau und das ist nur ein Aspekt, aber den nehme ich jetzt sehr bewusst raus, weil es ein Riesenthema ist und wir da stundenlang darüber reden könnten, über Mann, Frau, was ist wichtig für Beziehung. Und dann ist es dieses einmal zu verstehen und vielleicht ein zweites, ich glaube eine unserer größten Stärken ist offen alles aussprechen zu können und zwar einerseits den Mut zu haben, das aussprechen zu können und der andere es auch nehmen kann. Und das ist wahrscheinlich der Grund, und wir sind jetzt nicht 50 Jahre verheiratet, also ich maß mir da nicht an, jetzt für alle Beziehungstipps herzugeben, aber das ist so eine Basis für eine Liebesbeziehung, aber generell glaube ich auch mit Freunden und Businesspartnern, dieses einmal zu verstehen, was ist Kommunikation, es ist das, was ankommt und was sind so Grundregeln und das ist einfach einmal tendenziell lieber öfter und einmal mehr drüber zu reden und eher öfter das Herz auszuschütten, als zu glauben, der andere versteht es eh, weil der kennt mehr und wir sind jetzt eh schon 4 Jahre zusammen, der muss ja das wissen, dass man da nicht so gut geht, sondern lieber einmal mehr aussprechen und einen Raum dafür schaffen, dass das nicht irgendwo zwischen den Kindern und im ärgsten Stress, wenn ich gerade von der Arbeit heimkomme und da noch im Kopf bin, sondern einmal ankommen, vielleicht im Optimalfall ein gemeinsames entspanntes Mittag- oder Abendessen und dann in Ruhe drüber reden. Und wenn es eine halbe Stunde jeden Tag ist, ist schon super wertvoll. Und wenn man noch mehr Zeit dafür freischaufeln kann, umso besser. Aber das ist, glaube ich, einer der großen Faktoren, warum es uns miteinander so gut geht. Mhm. Ja, ich spreche das deswegen an, weil das so wichtig ist, wie wir mit dem Partner umgehen. Vor allem, weil wir eben die Vorbilder für unsere Kinder sind, oder? Und die werden nachher die Beziehung, wenn wir es ihnen so vorleben, tendenziell auch so nachher leben. Dementsprechend ist das schon ein wichtiger Aspekt. Ich sehe das ziemlich ähnlich. Das sind zwei coole Sachen, die du angesprochen hast. Das mit der Menstruation habe ich noch nicht so genau im Dings, aber cool, das müssen wir unbedingt verlinken, das muss man unbedingt nachher weitergeben. Ja. Ich sehe das ein bisschen so mit den Persönlichkeiten in uns Menschen. Wir haben ja diese, so ich würde sagen, 4 Energien ungefähr. Die eine würde ich sagen, dieser Krieger, wo ich gerne mit Wolf vergleiche.
Dann haben wir so ein Lover, das heißt das Schaf. Und der Magier, Fuchs-Vergleich ist mit dem Fuchs. Und das Letzte ist der Souverän, so der Gorilla. Ja? Und mir ist aufgefallen bei meiner Arbeit und bei dem, was ich gemacht habe, dass wir eigentlich in der Beziehung, vor allem in unserer intimen Beziehung mit dem Partner oder Partnerin, meistens die Energie zu uns ins Leben ziehen, was uns fehlt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mein Beispiel zum Beispiel hernehme, mein Beispiel zum Beispiel, fantastisch gesagt. Wir verstehen an dich, Thomas. Na, auf jeden Fall. Ich habe eher diese, das Schaf, ja, der Lover und ein bisschen der Souverän, Gorilla, ja, okay, ja. Und ich habe natürlich genau das Gegenteil in mein Leben gezogen. Der Wolf, ja, und Fuchs, Magier. Und du ziehst eigentlich meistens die Energie, was dir etwas fehlt, ja. Weil wie könntest du sonst in der Partnerschaft lernen? Du kannst eigentlich viel mehr lernen, wenn du irgendwie, wenn was kommt auf die Zukunft, wo du überhaupt, ja, das ist nicht so dein, dementsprechend oft ziehen wir eben genau diesen Partner ins Leben und in meinen Augen hat der Partner oder die Partnerin immer ein Message für dich quasi bereit. Du musst nur versuchen zu verstehen und zu hören, was will mir die eigentlich sagen? Wieso sagt sie mir immer das Gleiche und wieso reagiere ich immer eigentlich immer aufs Gleiche quasi, ja? Ja. Und da finde ich die Energiearbeit eben so wichtig, dass wir wissen, okay, es gibt eben Energien in uns und natürlich hat ein Wolf eine andere Kommunikationsweise wie ein Schaf, ja. Und wenn man das sich ein bisschen so vor Augen führt, ja, aber hast du irgendeinen Tipp, wo du sagst, okay, für Väter, was könnten sie jetzt tun, wenn sie gestresst nach Hause kommen, nach der Arbeit und die Frau sagt jetzt zum Beispiel, ja, okay, man hockt sich hin am Abendessen und sie redet nicht viel und dann fragt Schatz, ist alles okay? Sagt sie, ja, alles okay. 3 Minuten später geht sie ins Bad, knallt die Tür zu und spätestens dann weißt du, okay, irgendwie doch. Doch nicht so okay, ja, ja, genau. Und, also ein wertvoller Tipp und das ist ja, glaube ich, auch der Alltag von vielen Männern und Vätern, dass du, egal ob selbstständig oder angestellt, am Abend oder wann auch immer, aber meistens am Abend heimkommst, die Partnerin, Frau, meistens den Tag mit einem, mehrere Kinder verbracht hat oder schon mal ganz einen anderen Kontext hat wie du, ganz einen anderen Tagesablauf, ganz eine andere Energie und ich glaube, die Gefahr ist oft, dass wir, und das ist absolut verständlich, dann heimkommen mit 100.000 Gedanken und gerade wenn deine Arbeit der große Traum ist, dann wirst du ja alles teilen und da und auch irgendwie ja, um Meinungen bitten, aber das, was ich gelernt habe, ist vielleicht dann einmal wirklich das Erste, eine Frage zu stellen und so, also das Allerwertvollste, glaube ich, ist ein dickes Puzzle und eine Umarmung und die sagt auch da mehr als 1.000 Worte, genauso wie wir es den Kindern vorleben sollen und nicht sagen oder zumindest auch vorleben und da einfach mal in den Arm nehmen und dann als Erstes quasi der Frau die Bühne geben, weil die mindestens so einen wichtigen Job machen wie wir zu Hause. Und ich sage jetzt immer von dem klassischen Bild, Mann geht arbeiten, Frau ist zu Hause. Gibt es natürlich genauso umgekehrt. Und dann, wie du sagst, manchmal kommt, ja, hat eh passt, weil sie die Frau vielleicht nicht wirklich gehört fühlt. Du stößt zwar die Frage, aber eigentlich weiß sie, eigentlich willst du eh nur von deiner Arbeit erzählen. Ja. Und dann halt nur mal nachfragen und wirklich ehrlich und authentisch interessiert sein. Und da wäre die Frage, wenn du das nicht bist, dann hat das vielleicht andere Gründe. Dann sollte das generell eure Beziehung einmal oder die selbst hinterfragen. Und wenn ich wirklich interessiert bin, einmal die ersten 10, 15 Minuten deiner Frau den Raum geben, damit sie das teilen darf, die Ängste, Sorgen, Ziele, Träume, wunderschönen Erlebnisse, die sie gehabt hat. Und dann dich selbst mitzuteilen. Weil wir haben es umgekehrt genau schon so gehabt. Ich sitze daheim mit Felix, war echt ein super anstrengender Tag. Er hat seinen Mittagsschlaf nicht gemacht. Ich bin echt müde, weil wir auch schon um 5 in der Früh aufgestanden sind. Mhm. Und dann kommt die Judith mit super Power, weil sie einen geilen Tag gehabt hat, nur Sport gemacht hat und erzählt mir. Und ich denke mir, eigentlich wäre es echt cool gewesen, wenn du gefragt hast, wie unser Tag jetzt war. Und das ist auch so eine Regel, die, wenn der eine den ganzen Tag schon daheim sitzt und eine Arbeit gehabt hat, die nicht so cool war und vor allem Haushalt ist auch selten ziemlich cool, also ich kenne wenige, die da voll aufblühen, dann zumindest den Raum zu geben, dass man das teilen darf. Und ja, das wäre so dieser eine Tipp, den ich mitgeben möchte. Ja, Haushalt ist nicht so sexy, wie man sich das. Naja, aber gut, ich habe da eine Metapher für sowas. Ich arbeite so gern mit Metaphern. Natürlich aus der Metapher. Na, erstens einmal fantastisch, weil genau das ist eigentlich, was sie wollen. Ja? Die wollen ja eigentlich nicht, dass du irgendeine Lösung für sie parat hast, für sie ihr Problem, sondern dass du einfach nur zuhörst.
Ja, die will sich ja nur verstanden fühlen, im Grunde. Also Judith, Peter hat das im Auge, falls sie zuschaut. Aber schau lieber bei Minute 18, weil genau da steht eine Traumfrau gefunden. Also vor dem, ich habe es extra gemerkt, damit Judith nur weiß, Minute 18. Auf jeden Fall. Eben wichtig mal zu sehen, die wollen nicht repariert werden oder irgendwas, sondern sie wollen nur verstanden werden. Und meine Metapher dazu, wenn man nach Hause kommt, ich nehme das gern als Film und jeder spielt in seinem eigenen Film und jeder hat seine Hauptrolle. Ja? Und es gibt nur eine Hauptrolle in deinem Film, der bist du. Und alle anderen sind halt die Nebenrollen. Einer hat eine Nebenrolle, die etwas wichtiger ist oder die eine oder einer kommt nur einer Szene vor, die anderen kommen in mehreren Szenen vor. Und mir kommen oft vor, also mir kommen heim oder so und meinen, okay, alle sehen mich jetzt als Hauptdarsteller. Dabei spielen ja die selber in ihrem eigenen Film die Hauptdarsteller, wie du es gesagt hast. Ja, die haben einen ganz anderen Kontext, ganz anderer Tag. Du tust abwaschen und Catwoman kommt daher. Daher gejoggt, voll Power und meint, juhu. Und ja, ich weiß, wie das ist, wenn um 5 Uhr aufstehen und kein Mittagsschlaf, da kann, naja, da schaut man schon anders durch die Gegend. Ja, genau. Ja, dementsprechend, ja, Beziehungen. Total. Stress. Wie schaut es mit Stress aus? Weil das alles löst ja, was wir da reden, ganz viel Stress aus. Hast du irgendwas, wo du sagst, als Transformationscoach, Stress, wozu ist er da oder was soll denn das überhaupt mit dem Stress? Du meinst es ganz allgemein, oder? Nicht nur in der Beziehung. Allgemein. Oder? Ja. Ja, Stress entsteht ja aus so vielen Sachen. Absolut. Also grundsätzlich einmal super spannend, wieder die Ursache zu erforschen, weil Stress in ganz, ganz vielen einfach selbst gemacht ist und ich da wieder merke, mir hat dieser Glaubenssatz nicht gut genug sehr viel beschäftigt in den letzten Wochen und ich merke, ganz viel machen sie bewusst Stress, um das Gefühl haben, gut genug zu sein. Weißt, wir pflastern uns zu mit Terminen, mit Calls, mit Besprechungen und am Ende des Tages höre ich ganz oft von Unternehmern, es war echt nicht so wichtig und ich war froh, wie der gerade online ist, echt mühsam mit viel Leid und das kann punktuell super viel Sinn machen. Also einmal zu hinterfragen, ist der Stress wirklich unabdingbar, weil ich gerade eine Phase habe, wo es wichtig ist, weil dass ich echt Kohle verdiene, weil es eng wird mit der nächsten Miete oder weil wir uns das und das unbedingt leisten wollen, oder ist er nicht zum Teil oder großen Teil sogar selbst gemacht? Also in der Ursache würde ich das schon mal spannend finden und da würde ich jetzt die provokante These aufstellen, dass jeder zumindest zum Teil einen gemachten Stress hat. Und wenn dann Leute zu mir kommen, die sagen, hey, sie arbeiten echt viel, aber auch die Wochenenden sind alle verplant, dann frage ich mich, ja, warum muss die nächsten 13 Wochenenden, jedes Wochenende von Hochzeit, Geburtstagsfeier, da muss man dort den Ausflug machen, schnauf einmal durch, komm einmal an in den Wochenenden und schau, was dich an dem Tag wirklich interessiert. Und das kann sein, dass du einfach mal daheim bleibst und da mit der Family einen schönen Tag machst oder dass du Freien zum Kochen einlässt oder dass ihr einen Spaziergang macht. Es muss nicht immer mega Action und Magic Moment sein, sondern es braucht diese Phasen der Regeneration. Da vielleicht jetzt einmal eine Metapher von meiner Seite dazu, weil es uns auch so betrifft. Dieser Leistungssportler, der seinen Muskel trainiert, der jetzt im Fitnessstudio, kennen das vielleicht die meisten, weiß nicht, Männer Bankel drucken, 70, 80, 100 Kilo und gib ihm. Ja, das ist der Moment, wo du aber die Muskelzelle eigentlich zerstörst. Und dann ist es wichtig, zu regenerieren, beim Muskelaufbau zumindest 2 Tage nichts zu tun, weil in diesen 48 Stunden baut sich eigentlich der Muskel auf, der wächst nicht in den 5 Minuten oder wenn es, sage ich mal, bei der Übung oder in den 2 Stunden im Fitnessstudio, sondern der wächst in den 48 Stunden dazwischen. Und auch wenn du intensive Phasen hast, wenn du gerade gebraucht wirst, all in gehst, privat, beruflich, mit 2 kleinen Kindern, die Nächte zach sind, dann versuch, so gut es geht, keine Ahnung, die Oma zu bitten, Babysitter zu organisieren oder im beruflichen Kontext, dann auch wirklich runterzukommen. Und ich glaube, Stress wird dann zum Problem, führt dann zu einem Burnout, wenn du diese Balance nicht hast. Und da ist jeder andere Typ, für manche ist 9 to 5 gemacht und die fühlen sich super wohl, weil das ein sicherer Rahmen ist. Aber sehr, sehr viele fühlen sich wohler, sind wir wieder bei Biorhythmus, bei Zyklen, bei Jahreszeiten. Es macht Sinn, warum wir im Sommer, weiß ich nicht wie viel, 16 Stunden Licht haben, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber warum, und wir merken es jetzt gerade nach der Zeitumstellung, die Winter kürzer werden, weil das eine Phase ist, wo wir uns auch zurückziehen dürfen, wo wir auch mehr drinnen bleiben und wo man nicht jeden Abend eine Party feiern muss oder einfach bis 8 in einem Abend arbeiten muss. Also Balance zu schaffen und dann, aus meiner Erfahrung, ist es einfach viel einfacher, mit stressigen Phasen besser
umgehen zu können und werde aus diesem Stress gar nicht mehr rauskommen, weil er das Gefühl hat, seit Monaten oder Jahren fordert er all in, muss der echt Gedanken machen, warum das so ist und was dieser Antrieb ist dahinter, ob der nicht aus einem Mangel heraus passiert, weil du irgendwas kompensieren willst, ja, was auf diese Form sicher nicht gesund ist. Ja, du sagst, dass dieser Mangel, weil du hast vorher gesagt, nicht gut genug. Ich glaube, dass die meisten eben sich diesen Stress machen, weil sie diese Urangst, diese Ur, nicht gut genug zu sein, was beweisen zu wollen. Es geht ja alles irgendwie auf das zurück. Und das vermitteln wir unseren Kindern sehr oft, dass wenn sie irgendwas schlecht machen, wenn die, sobald wir merken, bei dir jetzt die Phase, dass euer Kleiner jetzt merkt, okay, der versteht mich, der kann mit mir kommunizieren, wunderbar, weil das erste halbe Jahr kann der ja tun und lassen, was er möchte, alles super. Aber jetzt hast du diese Two-Way-Communication, das heißt, du meinst, okay, jetzt kannst du ihm irgendwie was mitteilen, was er zu tun hat. Und hier ist sehr wichtig in meinen Augen, dass man den Kindern eben mitteilt, dass er immer gut genug ist. Sein Handeln ist eine andere Sache. Also quasi sagen, okay, du bist immer geliebt vom Papa oder von der Mutter, aber das, was du machst, wenn du extra jetzt mal die Milch ausschüttest oder keine Ahnung was, nicht wirklich tipptopp, aber halt du wirst immer geliebt. Und da haben eben unsere Eltern, glaube ich, speziell, das sind die gleiche Generation, du bist 87 Jahre, hab ich nachgeschaut. Genau. Ja, ich glaube, da waren sie noch nicht so bewusst dessen. Wobei, ja, Ja. that's the way it is. Das war wichtig in dem Fall, in diesem Moment, in dieser Generation. Stimmt. Und da gibt es einen Und einfachen Trick dazu, weil das klingt auch wieder nach so ja. einer harten Aufgabe oder komplexen. Einfach dem Kind nicht zu sagen, du bist böse, sondern das, was du jetzt gemacht hast, hätte ich anders gemacht oder probier es beim nächsten Mal so und so. Da sind wir wieder das, als Mensch bist du unantastbar und nur viel wichtiger bei unseren Clan, weil die eh so ohnmächtig sind und auf uns angewiesen. Und wenn du dann ständig hörst, du bist so und du bist böse und du kannst das nicht und so, sondern das, was du gerade machst, war ein Versuch aber auch versuchen, sie eine zu fühlen, warum war das so, was wollte dein Kind. Wo jetzt vielleicht nur Aufmerksamkeit, weil du gerade einfach stundenlang woanders bist und nebenbei am Laptop oder am Handy hängst, Ja, genau. Ja. aber quasi nicht du bist, sondern das, was du getan hast, war gerade so und so oder ist bei mir so angekommen, ich habe das wahrgenommen, ich fühle das so und nicht du bist und das war schlimm. Also das ist das Schlimmste, wenn das Kind dann das Gefühl hat, eben nicht gut genug zu sein, weil es ständig alles nur falsch macht und dass der kleine Zweijährige irgendwann einmal das Essen abschmeißt und die Milch auslädt, ja, da passiert in Wahrheit jeden Tag. Und vielleicht mit jeder Woche einmal weniger, aber ist ganz normal, ja. Aber verstehe ja, dass es ärgerlich ist und wenn ich selber Ja. gerade was zu tun habe und gerade aufgewischt habe und 3 Sekunden später haut es wieder, aber ich verstehe ja die Wut und verstehe das auch, dass das eine Versuchung ist zu sagen, hey, du bist böse, aber es ist nicht der richtige Ansatz und nicht die richtige Kommunikation. Ja, genau so ist es. Aber das mit dem Stress, deine These, dass viele selbst gemacht sind, definitiv, ich sage sogar, Stress ist ja eigentlich, wir haben ein inneres Bild, wie irgendwas ausschauen soll, in unserem Verstand, also in unserem Kopf, und dann kommt ein äußeres Bild und in der Regel schaut es nie genauso aus, wie wir das uns vorgestellt haben. Und dann entsteht der Stress, weil wir eine Erwartungshaltung haben, okay, das soll aber so ausschauen, Moment einmal, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und dann entsteht der Stress eben, weil ich sage, okay, und so machen wir uns den Stress eigentlich selber. Aber das Spiel des Lebens ist nicht so aufgesetzt, dass es uns immer exakt die gleichen Bilder liefert, die wir uns intern quasi vorstellen. Also, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist schon mal zum Wissen, okay, that's the game. Also, das Leben will mich ab und zu stressen. Das haut mir extra diese Challenge her, damit ich irgendwas hier mitnehme aus dieser Geschichte. Ja. Und da komme ich zu Bewusstseinsebenen. Arbeitest du auch mit Bewusstseinsebenen bei dir im Coaching? Ja, danke der Frage. Das habe ich da hängen. Ich weiß nicht, wie das seht, aber ich habe da so eine große Da. weiße Wand, wo ich immer wieder Ziele, Träume, Konzepte und das sind so quasi vier Bewusstseinsebenen. Okay. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen Doch, kann. doch, Sieht kann man man das? Ja, erkennen. genau. Kann man Und das erkennen, zeige ich jetzt deswegen her, weil ganz viele in mein Coaching kommen und sagen, ich hätte gern mehr Selbstvertrauen. Ich verstehe, weil Selbstvertrauen ist sexy, das hätten wir alle gern. Nur, man muss
den ganzen Prozess machen und in die Tiefe gehen und ich kann dann nicht sagen, okay, schreib da 5 Affirmationen, du bist so super, du bist so geil, du bist stinkreich, sondern es braucht diesen Prozess und den würde ich ganz kurz nur erklären. Ja, danke klar. Für die Frage. Die Gedanken da oben, das haben wir gut, das ist die Story. Ich mache es kurz so, weil das ist nur cooler. Ich habe nämlich auch ein paar Buschka dazu. Die Gedanken, das ist die Oberfläche, das ist die äußere Schicht, das ist die Story, die wir gerne erzählen, das sind die Worte. Aber spannend ist dann einzutauchen in den Ebenen und darunter ist einmal die nächste, die Emotion, wo wir heute schon viel drüber geredet haben. Welche Emotion steckt dahinter? Was ist deine Sehnsucht? Was ist der Wert, den du eigentlich erreichen möchtest? Du möchtest auf Weltreise gehen, das ist die Story, das ist das Bild mit Bier in der Karibik. Aber was ist die Emotion dahinter? Du willst frei sein, du willst ortsunabhängig dein Geld verdienen, du willst in den Tag hineinleben. Das ist das, was du eigentlich willst. Vielleicht braucht es nicht einmal eine Weltreise dafür. Vielleicht reicht es einfach, wenn du dich selbstständig machen kannst. Es gibt viele Wege, dieses Gefühl zu erreichen. Also ich komme nur eine Ebene tiefer und jetzt wird es spannend im Körper. Das, was du angesprochen hast in der Emotion, du nimmst die Emotion wahr, wo im Körper liegt die. Und das ist das, mit dem ich mittlerweile auch sehr viel arbeite, als eines der Tools, weil im Kern ist jede Information in jeder einzelnen Zelle abgespeichert, jedes Trauma da sowieso, alles, was dich ausmacht, wer du bist, deine Träume. Und deswegen ist es so wichtig, da in den Körper vorzudringen. Und jetzt kommt es quasi zum Kern, zur Quelle. Und da ist dieses Selbst. Und das hat ganz viele Definitionen. Die anderen sagen Seele, manche sagen die Quelle, die Essenz, der Kern deines Potenzials. Und diesen Prozess musst du aber machen mit all diesen Bewusstseinsebenen. Und erst wenn du da angekommen bist, dann hast du wirklich die Chance, nachhaltig was zu transformieren. Alles andere ist wertvoll am Weg. Und diesen Weg kann man dann natürlich auch wieder zurückgehen. Also quasi am Ende das wieder draufzusetzen und das zu manifestieren, in Worte zu fassen, ein geiles Vision Board aufzuzeichnen. Aber wenn du diesen Weg nicht gemacht hast und genau da sind Menschen wie du und ich so wertvoll, diese Begleiter, diese Coaches, Trainer, dich dorthin zu begleiten. Und erst da kannst du, ich weiß nicht, ob ich es auch noch lesen kann, dieses Vertrauen aufbauen, also dieses Bewusstsein für dieses Selbst und daraus quasi das Vertrauen, das ist die Konsequenz. Und nicht von, schreib da 5 Affirmationen, dann bist das, wenn du es nur lang genug sagst, sondern deep down und dann inside out und nicht anders und nicht nur an der Oberfläche, weil du dann immer wieder die im Kreis drehst, immer wieder bei denselben Problemen hängen bleibst, immer wieder dieselben Muster zeigen wirst, die dich zum nächsten blöden Chef bringen, zur nächsten Partnerin, die eigentlich nicht deine Traumfrau ist. Wir kennen das alle, Leute, die seit Jahren und Jahrzehnten in denselben Mustern gefangen sind, weil sie eben diesen Prozess nie angeschaut haben, nicht verstanden haben oder zumindest nicht den Mut gehabt haben, da wirklich tief einzutauchen. Cool, richtig cool. Du hast eine coole Sache angesprochen, nämlich, dass Menschen meinen, sie wollen quasi immer so erleben, wie zum Beispiel eine Weltreise. Aber eigentlich, egal was wir erleben wollen im Leben, ist die Emotion dahinter. Wir wollen nicht ein Haus. Ich will das Gefühl, wie es ist, in so einem Haus zu sein. Ja, das müssen Menschen eben, Emotionen sind powerful. Ich habe ein ähnliches Modell, wo ich arbeite damit, wie du, aber etwas anders, sage ich mal. Ich habe so 4 Bewusstseinsebenen, wo ich sage, okay, wo Menschen sich quasi drin qualifizieren oder was. Wie man sagen kann, die erste ist quasi, alles passiert mir im Leben, egal was, alles passiert mir, typisches Opfer. Also quasi, der Finger ist auf jeden anderen gerichtet. Das sind die Leute, wo alles immer schlecht, alles läuft schlecht. Kennen wir alle. Die zweite reicht eigentlich, wenn wir den Finger auf uns richten. Wenn was passiert, passiert es durch mich. Also das Leben, wenn ich irgendwas im Leben tue, dann passiert alles durch mich. Das sind dann quasi die 120-Stunden-Wochen. Und klar. Yeah. It's alles not happening to me, but through me. Genau, ja. Also by me. It's happening by me. Ja, also ich mache alles, ich mache das, aber das ist halt ziemlich, macht schnell müde, sage ich mal, weil 120 Stunden Wochen kann man ein paar Jahre machen, aber irgendwann kommt das Burnout, kommt der Unfall, ob bei der, keine Ahnung, auf der Autobahn in der Nacht oder was, weil geht nicht anders. Die dritte ist dieses Through Me, das Leben fließt durch mich und das ist eigentlich, wo ich im Coaching dran arbeite, dass die Leute dorthin kommen. Klar, es gibt Momente, wo man sagt, okay, da muss man angasen, es gibt Ziele, es gibt Projekte, die muss man quasi
wir leben in dieser Welt, in dieser materiellen Welt, und da muss man gewisse Sachen machen, weil sonst probier die quasi rausmeditieren aus einer Tigerattacke. Das wird verdammt schwer. Also das wird echt schwer. Möglich wahrscheinlich, aber schwer. Aber es ist eine Bewusstseinsebene, wo du auch gesagt hast, da passieren Sachen einfach. Es fließt dir zu. Klar, du tust deinen Part, aber das Leben trifft dich in der Mitte. Und das ist eigentlich eine Sache, wo ich sage, okay, diese Bewusstseinsebene ist das Ziel. Weil dort ist Leben einfach klar. Challenge passt, aber du weißt, dass die Challenge dazu da ist, quasi dir irgendwas zu zeigen oder dich weiterzubringen. Und die letzte Ebene ist quasi As Me, das ist so, wir sind alle eins. Das ist schon, ja. Die Transzendenz, ja. Ja, schwierig, ich bin, also, ja. Könnte man nochmal einen neuen Podcast dazu aufnehmen, ja, super spannendes Thema, ja. Ja, das ist ein cooles Thema, weil da wollte ich eben gerade drüber gehen, in Meditation, und wenn wir eben bei so Bewusstseinsebenen sind, arbeitest du mit Meditationen? Ja, unbedingt. Und ich merke immer mehr, also immer so offen, wie jemand ist, spannenderweise, was du ziehst an, was du ausstrahlst. Es kommen ja dann auch die Leute, die meistens schon Vorerfahrung haben mit Entspannungstechniken, Yoga, Meditation, Spiritualität. Und für mich ist insofern so wertvoll, weil es kommt zum Ursprung, das, was ich jetzt versucht habe zu erklären, diese Essenz, dieser Kern, körperlich gesehen ist es der Atem. Das ist das, was wir alle schon automatisiert machen und deswegen nicht mehr wirklich beachten, aber auf der anderen Seite nicht merken, wie oberflächlich das oft ist. Da sind wir wieder da nur bei der äußersten Schicht. Und einmal wirklich tief einzuatmen, wo man merkt, der Bauch, der Brustkorb geht raus, da schaffe ich den Raum. Und man sagt, da ist ja Körpersprache und auch unsere Sprache so wertvoll, dieses, du hauchst dir das Leben ja auch ein. Also ja wirklich das, wenn du einmal ordentlich Luft einatmest, dann gibt dir das überhaupt erst die Möglichkeiten, als wenn du da ständig nur flach an der Oberfläche bist und gerade halt überlebst. Und insofern der Atem im Ursprung, den ich in der Meditation mitnehme, manchmal mit Visualisierung das ergänze, mit Fantasiereisen, aber am Ende des Tages, mir hat vor kurzem wer gefragt, ja, wie bereitest du dir eigentlich vor auf deine Coachings? Und ich kann mich ja genau erinnern, am Beginn auch mit meiner Ausbildung, da habe ich ganz viele Tools und habe die immer so neben mir liegen gehabt und dann nervös, ob ich das jetzt verwenden soll oder darauf zugreifen oder überhaupt starr diesem System gefolgt bin. Und mittlerweile merke ich, die wertvollste Vorbereitung ist eine Meditation. Meine Vorbereitung schaut mittlerweile so aus, dass ich 5 Minuten vor dem Call, meistens ist es online oder auch wenn wir uns sehen, in mich gehe, also für mich meditiere, dann 5 Minuten mit meinem Coachee, damit wir uns einschwingen und damit wir einfach einmal den Raum gemeinsam schaffen, weil es sind einfach ganz viele Leute, die gerade von einem Termin kommen oder gestresst sind von der U-Bahn, vom Autofahren, vom Parkplatz finden. Und dann ist einmal erster Start möglich, wirklich in die Tiefe zu gehen. Aha. Als wenn der mit dem Kopf immer nur beim letzten Termin, beim nächsten Tag, wann muss ich mein Kind abholen, eigentlich sollte ich da keine Ahnung was tun. Also insofern ist Meditation super wertvoll. Und merke sogar, je weniger ich mich mit allem anderen vorbereite, vielleicht kennen das auch viele Coaches, Speaker oder wenn ich eine Präsentation vorbereite, so ein gewisser Rahmen schaut manchmal nicht. Aber wenn ich Vertrauen habe, weil ich schon oft gute Erfahrungen damit gemacht habe und weiß, was ich tue, merke ich, Präsenz ist 90-100% dessen, was unser Job ist. Und da ist einfach die Meditation die Essenz dessen. Und ja, und finde es super wertvoll. Ja, perfekt. Also kann man nicht viel mehr dazu sagen. Also Meditation ist so unheimlich wichtig, weil auch dann irgendwie alles rundet sich mehr ab, egal was man tut. Man ist einfach gelassener, entspannter und viel präsenter, du sagst es. Und natürlich speziell vor Coaching-Terminen, vor wichtigen Terminen einfach mal. Viele Leute meinen, sie müssen, keine Ahnung, eine Stunde im Lotus-Sitz irgendwo sitzen. Da reichen oft einfach 5 bis 10 Minuten, einfach die Gedanken fließen lassen, wie die Wolken halt vorbeigehen. Diese Metapher, wo jeder, glaube ich, verwendet, wo man meditieren lernt, weil die kann man nicht. Also da reichen oft einfach, da wird man gleich entspannter und ruhiger. Und das andere, du sagst das, wenn man allein nur vergleicht, wir können, glaube ich, ohne Nahrung 4 Wochen überleben, ohne Wasser 4 Tage und ohne Sauerstoff genau 4 Minuten. That's it. Mm. Dementsprechend, wohin müssen wir gehen, wenn wir uns schlecht fühlen? Also wenn jemand vor euch sich schlecht fühlt,
schaut euch mal Atemübungen im Internet, gibt es ja so viele Möglichkeiten. Voll. Wim Hof und was weiß ich, was alles. Genau. Wie geht es den Wienern, die mitten in der Stadt wohnen, wenn sie mal rauskommen und frische Luft schnappen und einmal in die Natur, ins Grüne? Kann ich mal loslassen und das Leben wieder einatmen. Und zwei Gedanken nur dazu. Erstens, es reichen manchmal 3 Sekunden. Ich habe gerade einen Post dazu geschrieben, der geht aber erst nächste Woche online. Vielleicht eben unser Gespräch. Ich weiß nicht, geht das live gleich oder postest du das? Das poste ich dann. Okay. Dann dieses Zuhören, ich habe das genannt, besser zuhören mit der 3-Sekunden-Regel. Und das ist, was man nicht nur als Coach, sondern auch im Alltag mit seiner Partnerin, bei Freunden, bei Bewerbungsgesprächen super üben kann, ist, bevor du eine Antwort gibst, einmal einatmen, einmal ausatmen und dann zu antworten. Und auch wenn es nur 3 Sekunden sind, du hast 3 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, wirklich zuzuhören, wirklich präsent zu sein, bewusst über die Antwort nachzudenken, kannst du gern 2 oder 3 Mal durchatmen und hast quasi die Energie dafür. Und das ergibt ein so viel besseres Zuhören, so viel bewusstere, klarere Antworten und am Ende des Tages auch Entscheidungen. Und manchmal sind es 3 Sekunden, manchmal ist es 1 Stunde im Lotussitz und manchmal ist es ein Wochenende auf einer Hütte. Aber Meditation bedeutet nicht immer nur zu atmen und zu sitzen, so wie man das im Kopf hat oder wie es vorgelebt wird, sondern am Ende des Tages heißt es ja nichts anderes wie Medi, in deiner Mitte zu sein und das zu tun, was du jetzt gerade tust. Und wenn ich jetzt dann Abendessen gehe, zu essen und nicht nebenbei Handy zu checken oder irgendeinen Podcast zu hören, sondern zu essen. Wenn ich Zähne putzen gehe, putze ich nur die Zähne. Wenn ich zuhöre, höre ich nur zu. Denk nicht drüber nach, was meine Antwort darauf sein wird. Denk als Coach nicht einmal drüber nach, was meine nächste Frage sein wird, sondern ich bin präsent. Und dann bin ich in einem Zustand der Meditation. Also es braucht nicht das Sitzkissen und diese stundenlange Meditation, wo uns alle, vor allem Männern, das Kreuzweh tut und die Knie irgendwie blockieren, vor allem uns Fußballern. Auch das ist wertvoll und auch das mache ich mittlerweile sehr regelmäßig, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, dorthin zu kommen. Genau, du sagst es, man kann in allem meditieren. Du sagst es also. Wie geht es da jetzt praktisch dabei? Du tust nie mit dem Handy Zähne putzen? Zähne putzen schaffe ich wirklich gut. ich merke, beim Kochen höre ich voll gern nebenbei was und da ertappe ich mich, dass ich mir denke, eigentlich, wenn ich koche, dann koche ich. Wäre super wertvoll auch für die Lebensmittel, da wirklich, es ist ein Lebensmittel, auch da steckt Energie drin, wirklich da zu sein. Und wir alle kennen das, zumindest die Eltern mit kleinen Kindern, ist manchmal leider nicht anders möglich, als 2, 3 Sachen nebeneinander zu tun. Aber die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, und das ist Zuhören im Coaching sowieso, bei meiner Frau, bei meinem Kind sowieso, vor allem ein richtig gutes Buch zu lesen, da wirklich da zu sein. Aber natürlich wäre es eine Lüge, wenn ich sage, alles, was ich tue, tue ich immer nur das, sondern es ist ein Abwägen und es ist eine tägliche Challenge, die ich in mein Leben mitnehme, bis ans Ende wahrscheinlich. Ja, du sagst es, da muss man einfach Prioritäten setzen. Ich bin auch am Autofahren, denke ich mir ab und zu, ich habe mal ein Hörbuch rein und dann bekomme ich ab und zu, aber du solltest eigentlich präsent sein, Autofahren macht ja Spaß, wenn man es wirklich bewusst macht. Das stimmt. Aber denke ich mir, okay, wann soll ich denn sonst das Buch hören? Das stimmt. Ja, weil Olivia lässt mich nicht gern ein Buch hören, 2 Stunden lang. Also, das stimmt. Und also da müssen wir einfach Prioritäten setzen, aber du sagst, das Meditieren können wir immer. Gut, Peter, vielen Dank für die ganze Zeit. Dir, wie kann, Thomas. Ist verflogen. Wie kann man die erreichen? Wie schaut es bei dir aus? Was sind deine kommenden Sachen? Ja, danke. Also danke dir für die Zeit. Es war im richtigen Flow. Es macht echt Spaß und lass uns da dranbleiben. Auf jeden Fall auch uns zwei und regelmäßig dazu austauschen ist super wertvoll, auch mit anderen Coaches. Mich kann man erreichen am besten über meine Website, findet man mich relativ leicht, also peterhackmeier.com, einfach googeln. Man erreicht mich noch über Facebook, auf Insta bin ich weg, habe mich verabschiedet, weil es für mich einfach Zeitverschwendung war und mich zu sehr abgelenkt hat. Aber man findet mich, wenn man will, und dann am besten einfach mal mit einem kurzen E-Mail, mit dem Anliegen, Frage, was auch immer. Dann findet man sehr viel auf meiner Website zum Blog, wo ich wirklich jetzt gerade wieder so richtig reinkipp und Freude am Schreiben habe. Und da freue ich mich immer über eure Meinungen, Gedanken dazu. Wenn ihr was anders seht, wenn ihr was ergänzen wollt, da unbedingt auch auf Facebook kommentieren oder auch in persönlichen Nachrichten.
Ja, und anstehen tun ganz viele schöne Begegnungen in meinen Coachings. Dann ein spannendes Projekt. Ich bin bei der ÖFB Pro-Lizenz, also quasi bei der höchsten Trainerstufe, mit an Bord im Team, was mich sehr freut. Erstens würde ich da jetzt einen Workshop leiten Ende November und hoffe, dass das möglich ist, trotz Corona. Und zweitens, was ich auf jeden Fall mache im One-on-One-Coaching, weil das auch online funktioniert, quasi die spannendsten Trainerpersönlichkeiten der Zukunft zu begleiten über 3 Monate. Und auf das freue ich mich schon riesig, die Leute kennenzulernen. Und ja, und darüber hinaus all die Menschen, die mir zufliegen, die ich teilweise auch proaktiv angehe, weil ich merke, so wie unser Kontakt jetzt entstanden ist, da ist was, was mich interessiert. Und das heißt nicht immer, den will ich jetzt coachen oder der muss mich jetzt coachen, sondern oft ist es einfach ein Gespräch und reicht da ein Gedanke, der wiederum mich weiterbringt und einen Mehrwert schafft. Und so fülle ich mein Leben. Also in meinem Kalender steht immer drin PA für Peter Alexander, das ist mein zweiter Vorname, Begegnung. Und ich versuche, mein Leben mit ganz vielen schönen, wertvollen Begegnungen zu füllen. Und das ist im Kern die Begegnung mit meiner Frau und mit meinem Kind und dann natürlich mit meinen Herzensmenschen in meinem Freundeskreis. Aber dann sind es auch beruflich und ich würde sagen, nahezu, vielleicht sogar 100%. Das sind viel, viel weniger wie früher, aber es sind die, wo es wirklich Spaß macht, wo man fruchtbaren Boden findet, wo man sich gegenseitig challenged, einmal mehr der den anderen und dann wieder umgekehrt. Und das ist das, was mein Leben super bunt, spannend, erfüllend macht. Und da bleibe ich dran und ja, das macht Spaß. Cool, ja super, dann haben wir. Ja, super, vielen, vielen Dank, Peter, für deine Zeit. Ich nutze kurz zu meiner Sache. Mir reicht mein Besten auf busydadcoaching.com. Meine Seite entsteht gerade neu, das heißt, 2, 3 Wochen dauert das Ganze noch, bis das wirklich so steht, wie ich mir das vorstelle, mein inneres Bild. Also wird es ein bisschen anders. Ansonsten kommt eine 5-Tages-Challenge von mir noch, die wird total cool. YouTube, Insta, Facebook halt. Aber wie Peter schon gesagt hat, es nimmt halt viel Zeit und lenkt oft ab, Instagram und Zeug. Aber das versuche ich gerne nach meiner Morgenroutine gleich zu erledigen, dann habe ich das mal hinter mir. Also Ja. businessdadcoaching.com, falls jemand Bock hat, vor allem Peter, wie beim Peter, einfach kontaktieren, Nachricht oder was. Und Peter, nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du bist jetzt noch bewusster Vater und durch das Telefonat und Mega, ich habe mega viele Dinge für mich mitnehmen können. Das taugt mir so in diesem Podcast-Format, dass man Zeit hat. Also manche machen auch kürzere Formate, aber grundsätzlich ist es sehr oft so diese 1,5, 2 Stunden sogar. Und es ist wertvoll, wiederum diese Begegnung, die man, weil ist ja nicht so, ich gebe es dir und du gibst es mir, sondern die entsteht in dem Raum, auf den wir uns gemeinsam einlassen und den wir für uns vereinbaren. Und jeder nimmt Genau. dann das mit, was er für sich gerade annehmen kann und was gerade passt. Und ich habe mega viel gelernt aus diesen 1,5 Stunden. Also danke, Thomas, auch dir. Und wir bleiben in Kontakt. Ich werde auch deinen Weg verfolgen und deine Website auschecken. Ist für mich auch voll wertvoll, wie du das angehst. Und lass uns da weiter austauschen. Und wer weiß, vielleicht entsteht einmal eine gemeinsame Coaching-Gruppe oder machen wir ein gemeinsames Wochenende, wo immer, am Attersee, wo ich aufgewachsen bin, oder im wunderschönen Vorarlberg, oder fliegen wir auf eine Insel und nehmen ein paar spannende Leute mit. Das wär's. Ja. Ja, lass Tatsächlich uns kann auch da Spaß. dranbleiben. Könnte gut passen, glaube ich. Peter, super, vielen Dank. Ich habe ganz viele coole Sachen mitgenommen und wir Danke. hören uns definitiv. Dankeschön. Bis Tschüss. bald, lieber Thomas. Ciao. Ciao. Ciao.